Ein Foto haben wir auch bekommen. Bonus für Rückkehr und natürlich optionelle Aufklärungsfotos. Für Aufklärungsfotos gibt es 1000. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Na, da könnten wir fast Stufe 3 erreichen mit den Leuten. Wunderhübsch. Ja, dann haben wir 3 neue Sachen bekommen. Mager, Aufklärungs, über Funk und Fokus. Sehr cool. Die brauchen wir auch. Ja. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal unsere Mannschaft besser ausstatten. Ja, dafür geben wir mal Crew-Ausrüstung. Ich denke, weil wir den Piloten eh nicht vom Platz nehmen werden, werden wir ihm einen Helm verpassen. Flieger-Kombi. Da geben wir ihm doch schwarz hier. Ne? Da können wir auch gleich für alle ausrüsten. Schwarz gefällt mir sehr gut. Das passt auch zum Flugzeug. So, Kopfbedeckung. Wir geben ihm einen Helm, dass er besser geschützt ist, dass ihm nichts passieren kann. Leder? Lederfliegermütze, MK2. Ein Helm würde ihn 10 bringen. Ich würde sagen, wir basteln ihn einen Helm drauf, oder? Aus dem ganz einfachen Grund, weil er sich ja eh nicht bewegen muss. Er muss sich nicht bewegen im Flugzeug, von daher. So, Sauerstoff, braucht er auch was? Also es ist eine Sie, stimmt, wir haben eine Sie die Pauline, genau. Die Pauline ist das ja. Wir müssen uns noch natürlich irgendwie benennen hier, ne? Wir müssen auch noch irgendwie rein. Wer möchte natürlich, dass ich eure Namen hier auch im Flugzeug reinpacke, ne? Also dass ihr genauso, dass ihr auch hier mitfliegen wollt, eure Namen, die ihr in die Kommentare schreibt. Dann mache ich das natürlich gerne, solange es ordentliche Namen sind, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. So. Sauerstoffmaske. Verstärkte Sauerstoffmaske. Hätten wir sogar noch Schutz. Die rüsten wir auch aus, so. Unser Pilot. So, Weste. Überlebensweste, Schwimmweste. Bin ich mir gerade etwas unschlüssig. -10%, da hätten wir ja natürlich den Schutz wieder eingebüßt. Wir lassen die Weste angezogen, fertig. So, Handschuhe. Da gibt es natürlich wieder den verstärkten Lederhandschuh hier. Bewegen braucht sie sich ja nie. Stiefel. Verstärkte Stiefel. So. Unser Pilot ist schon mal ausgerüstet. Wir könnten das natürlich auch für alle machen. Das wäre aber Blödsinn, weil natürlich gewisse Leute schneller im Flugzeug sich bewegen müssen wie andere. Wie zum Beispiel der Ingenieur zum Beispiel muss ja schneller von A nach B kommen. Soll er daher sehr, sehr, ne? Ihr wisst Bescheid. So, der könnte natürlich auch Kopfbedeckung auch einen MK-Helm bekommen, weil der soll sich ja auch nicht bewegen, rein theoretisch. Ausrüsten. Der auch. Sauerstoff, die bräuchten rein theoretisch auch Sauerstoff. Nehmen wir die, da haben wir 2% Schutz, ausrüsten. Und der auch. Sehr gut. Unsere Bordschützen brauchen natürlich auch ein bisschen Schutz, weil die haben ja die meiste Arbeit. Aber die dürfen ihre Bewegung nicht einbüßen. Da hätten wir hier den Lederfliegerhelm, nehmen wir den. So. Das ist natürlich auch ein Schütze. Den sollten wir auch inne geben. Gut. So würden sie das mal aussehen. Was die Westen betrifft, machen wir später. Der Pilot ist erstmal am besten geschützt. Das ist erstmal wichtig. Also die Pilotin, ne? Die Pauline Welles. Ja. Ich werde mich jetzt auch erstmal benennen. Ich werde mal erstmal. Welchen nehmen wir denn? Ne, den nicht. Die Judy! Ach, wir nehmen den hier. Wir nennen den. Wir haben zwar nicht so einen hässlichen Bart, aber egal. Wir nennen uns natürlich auch. Wir nehmen den natürlich auch mit rein. So. Mike, der Theater. So. Das nehmen wir raus. Ach, geht nicht. Schade. Machen wir eine Leertaste rein. So, das ging. Mike, der Vierte, ist auch am Start hier. Sehr schön. Da fliegt man also sozusagen mit. Wir schießen uns nicht aus dem Pilot, aus dem Ding raus. Aber jetzt haben wir noch 2000 Pfund, die wir fürs Flugzeug einsetzen können. Sollten wir auch, denke ich, tun. Systeme. Hydrauliksystem. Müssen wir dringend verbessern. Geht mir ständig in den Arsch. Genauso wie das elektrische System. Aber das haben wir ja schon verbessert. Ja, das haben wir schon verbessert.
Rumpf. Wir bräuchten rein tätig Heck. Bin mir etwas unschlüssig. Ja, wir lassen es mal noch. Ausrüstung, genau. Wir wollten hier eine Ausrüstungsplatz Bugmitte. Das wäre das hier. Da könnten wir zwei Plätze machen. Da könnten wir sozusagen noch einen Fallschirm dranhängen. Würde ich aber dann für das ganze Flugzeug machen. Also wir bräuchten dafür 1700. Ist das euer beschissener Ernst? Der Schutz der Mannschaft ist euch weniger wert als die Flugzeugteile? Ihr habt das Schuss nie gehört. So, Nasen. Was haben wir denn hier? Olivgrün. Oh, Halloween. So, was haben wir denn hier? Hier Katzenaugen. Zylinder. Ja, gefällt mir alles gar nicht. Was haben wir denn hier? Flammen. Das würde passen. Kürbis? Nee. Die Zähne sehen schön aus. Ah, die installieren wir doch einfach mal. So. Flügelgrafik. Ah, die lassen wir erstmal weg. Das lassen wir auch erstmal weg. Gut. Training haben wir noch. Haben wir ganz vergessen. Uiuiui, wir müssen noch ein Training machen. Ein Training. Wen können wir denn trainieren? Ach, hier. Mich können wir trainieren. Schön. Dann machen wir gleich hier MG-Schütze. Zack. Und dann können wir auch schießen. Also, besser. Fokus. So. Ab in die nächste Mission. Unser schwarzer Ritter muss wieder in die Lüfte. Brauche ich denn hier eigentlich ein Pferd? So, was haben wir denn hier? Ah ja, da bombardieren wir wieder mal ein Ziel. Genau, also machen wir's. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen Geld farmen. Wir haben nicht viel. Abheben, ab geht er. So, wo sitze ich denn? Ich bin hier ganz vorne, ja. Ich bin hier vorne im Geschütz drin. Was ich demnächst auf jeden Fall einbauen werde, ist hier unten noch ein Geschütz. Ja, das ist ganz wichtig. So, Feuerwerk einfahren. Und dann. Und wir gehen auf mittlere Höhe. Ach, das Spiel ist so geil. Es macht mir so viel Spaß, glaubt ihr gar nicht. Erstmal ein Stückchen Kaffee. Sorry. Muss sein. Ah, lecker. So. Nächste Mission hier. Wieder ein Ziel bombardieren. Munitionslager zerstören. Yes. Die Judy und der Richard. Weißt du, wenn die umbenannt werden soll, müsst ihr mir das sagen. Ne? Zum Beispiel Benjamin Peters, zum Beispiel, wenn er möchte, kann er natürlich hier auch mitfliegen. Genauso wie Spark in the Darkness. Wenn ihr das wollt, ne, ich sitze hier ganz vorne, der hat auf jeden Fall keinen Namen mehr, warum auch immer. Achso, ich muss ihn als Nachnamen machen. Okay, das müssen wir dann in der nächsten, wenn wir wieder gelandet sind, nochmal machen. So, da müssen wir hin. Stimmt, wir können ja jetzt unsere Übertragung anfordern hier. Ne, oder? 4 ist das, ne? Rein theoretisch könnten wir auch von oben bombardieren. Neues Missionsinformativ werden. Blablabla. So, dann nehmen wir den Mike mal hier runter und die zwei nehmen wir hier hoch zum Schießen. Und ihr habt es schon geahnt, da kommen schon die ersten Jäger. Das war mir so klar. Feuer frei! Ja, das ist falsch. Fokus. Fokus. Jawohl, erste Maschine raus. Und zweite auch raus. Und die dritte, komm. Gib ihm. Ah, schade, nicht ganz. So, das Ziel bombardieren wir erstmal. Mikey, mach mal die Klappe auf. Und Punkt mal auswählen. Ich denke, Sicht haben wir genug. Bums, ein wahrer Fenster. Oh, das wird schwer zu sehen sein. Nein, hör auf. Achtung, Abwurf in 3, 2, 1. Und tschüss. Feindliche Jäger. Auf 9 Uhr. Oh gut, das könnte 10 Uhr sein. Aufpassen, aua, aua, aua. Nur der Heckschütze kann im Moment feuern. Oh.
So, aber wir fotografieren erstmal das Ziel dahin. Krabbel, Stress, ich muss irgendwie neue Tasten klarkommen. Das R und das I sind nicht neu. So, niedrig. Gehen wir mal runter hier. Im Fotografieren müssen wir leider hier ziemlich tief fliegen. So, Mike, schieß mal ein schönes Foto hier. Bombardieren dürfen wir es ja noch nicht. 3, 2, 1. Sehr schön. Ah, die Flugabwehr müssen wir aufpassen. Aua, 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 aua. Noch mehr Flugzeuge. So, ein Foto und. Haben wir es direkt? Scheint so. Gehen wir auf mittlere Höhe. Uff. Irgendwas beschädigt? Bis jetzt noch nicht. Ja, das Flugzeug scheint noch in Ordnung zu sein. Oh, yeah, yeah. Uns kommt alle von vorne. Irgendwas kaputt? Nee, Judy. Ach, die müssen nachladen. Aha, aha. Ich sehe keine Ziele. Scheiße, Triebwerkbrett! Triebwerkbrett! Noch welche, oh Gott. Eigentlich Löschsystem? Sehe gar nicht. Scheiße! Wir müssen runter. Haben wir ein Löschsystem eigentlich an Bord? Geh mal runter. Ja, wir können löschen, glücklicherweise. Ernsthaft? Schon wieder nachladen? Wo ist unser Ziel? Ach, da hinten. Komm, schießt noch ab! Kanister? Bomber? Auswählen? Noch mehr, oh Gott, ey. Wir haben schon 4000 XP gesammelt, ne? So, Klappe schließen. Hoch mit dir! Pilot, geh auf mittlere Höhe, Abmarsch! Der Pilot ist aber schwer angeschlagen gerade. Da haben sie echt ins Cockpit reingeratzelt. Boom. Oh Gott! Oh, wir flirten auf jeden Fall zu fliegen. Irgendwas haben wir. Was jetzt? Was ist jetzt kaputt? Irgendwas hat gerade geklimpert.